Mist, das war zu spät. Ich wollte Fenris gerade noch hochheilen. So, jetzt ist noch der alte Geist übrig. Sieh mich da, dass ich ihn niederschlagen kann. Doch, ich habe ihn gerade niedergeschlagen. Ich muss das öfter ausprobieren. Aber auf jeden Fall kriegen wir Schaden, wenn ein Geist stirbt, habe ich so das Gefühl. So, Essenzen. Ein Haufen Gold. Regenfäule jetzt auch noch. Das war nicht der Sinn der Sache. Okay, zwei Regenfäule sind weg. Nur eine Regenfäule. Ich frage mich, ob der Name wirklich richtig übersetzt ist. So, dankeschön. Urwasser auf jeden Fall. Okay, Durenz ist ein bisschen angeschlagen. Ja. Aber das ist okay. Das Holz dieser Fässer und Kisten ist angeschwommen, verzogen, als hätten sie im Wasser gelegen. Ja, da ist die, wo die Regenfäule rausgekommen. Die Jutesäcke sind schon fast vergammelt. Das Glas ist geschmutzt. Eine schmutzige Patina und tote Seepocken ziehen sich fast bis zur Decke. Noch etwas Gold. Anderes, nicht ganz so wertvolles Zeug. Ich habe das Gefühl, oben geht der Spaß noch weiter. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Stockwerke, aber wie viele Stockwerke hat er ein Leuchtturm? Vielleicht drei? Okay. Es sind schon mal wieder ein paar Gegner. Yes. Ein paar Schatten vor allen Dingen. Au, oh, die ordentlich reinboxen. Palegina, heil mal Alof. Und dann hau auf die Schatten drauf. Okay, wir haben Imutak verloren. Oder Itumak. Itumak. Oh, Palegina ist wieder in Raserei verfallen. Alof hat niedrige Gesundheit. Ja, das fällt mir auch gerade so auf. Alof ist gerade gestorben. Das war nicht so gut. Ich hätte ihn umfallen lassen sollen. Okay. Wichtige Regel. Immer zuerst auf die Schatten. Und dann auf die Gespenster. Könnte hier auch einfach knacken. Einfach mal näher kommen lassen. Genau. Take him down. Take him down. Let's go. So, erst einmal die Kopien. Jetzt die Originale weg.
So, Palegina ist wieder in Raserei. Du kannst den hier machen. Imotak hat es mal wieder erwischt. Okay, Alof ist auch umgefallen diesmal. Hey, da kommst du da irgendwie ran. Vielleicht wenn Fenris aus dem Weg geht. So. Erst den Schatten ausschalten. Dann den anderen Schatten ausschalten. Feuert jemand auf den Schatten? Ja, sehr schön. Der hat nämlich gerade Verstärkung gerufen gehabt. So, und jetzt noch den letzten Geist. So, oh, das hat Aua gemacht. Jetzt gehen wir mal vorsichtig etwas pirschen. I shall be discreet. Ah, da war noch sein Kollege. Au, genau. Der entzieht nämlich beim Tod Leben. Was ist das für ein Trank? Trank von Lenkrads verlegtem Bild. Oh. Ach so, nebenbei, du hast wieder viel zu viel Zeug. Hast du hier Sachen, die du lernen kannst? Oh ja, Flammenschild. Alof hat Flammenschild gelernt. Weg. Einölen. Kann das Buch auch weg. Arcana Dämpfer. Wesenhaftes Phantom. Mhm. Geringe Fäule. Und da ist nichts Interessantes. Und ein Buch haben wir als Reserve. So, Stufe 4 Zauber. Die beiden noch mit rein. Und gut ist. Gut. Hm. So, kann ich jetzt in Ruhe mal spähen gehen? Am besten mit Hagrim alleine. Ah. And what does the flame reveal? Die Gemische und Flüssigkeiten in diesen Flaschen haben sich in verschiedene Schichten abgesetzt. Was zu essen? Vergebte, verblasste Karten der Bucht um Undras Geschenk herum zeigen Routen durch die Schleusen. Mhm. In den Pfosten wurde der Name Merwilf und eine Reihe numerischer Kerben eingeritzt. Neben der niedrigsten Kerbe steht 4, neben der höchsten 17. Oh, da hat einer gemessen, wie groß er geworden ist. Leuchtturmschlüssel, Evakuationsanordnung. Ein netter Wälzer. Evakuationsanordnung. Evakuierungsanordnung. Die Anordnung ist durch die Zeit und Salz ganz steif geworden. Eterianische Verstärkung ist auf dem Vormarsch. Andras Geschenk ist auf Befehl von Dukadri sofort zu evakuieren. Und den Schlüssel. Gut. Verlum und... etwas Geld. Ah, noch ein Stockwerk. Hey. Ich weiß nicht, ob meine Truppe das noch lange aushält. Ja. Oder ob wir uns mal zum Schlafen zurückziehen sollten.
Oder ob wir hier oben einfach nur noch einen Geist finden, den wir in Frieden schicken können. Lilith? Hm. Okay. Ein kreischendes Schluchzen durchdringt dein Gehör und lässt die staubige Sperren des Leuchtturms erzittern. Er stammt von der geisterhaften Gestalt einer Frau, die in der Mitte des Raumes schwebt. Mit jedem Beben ihrer Schultern stößt sie einen weiteren magischen Schrei aus. Näher herangehen. Als du dich näherst, nimmt die Schreie des Geistes einen bedrohlichen Klang an. Der Nebel, der um seine Beine war, bewegt sich wellenförmig. Die schwarzen Höhen seiner Augen blicken dich einen Augenblick lang an. Beobachten. Du bist nah genug, um zu bemerken, dass der Geist den Kopf nach hinten geworfen hat. Während er seine haarsträubenden Schreie ausstößt, bewegt er den Kopf leicht, sodass er scheint, als würde Fenster blicken und Horizont absuchen. Die geisterhaften Hände des Kid Wiener sind voller dunkler Flecken. Zunächst denkst du, es sei Blut, doch die Flecken sind schwarze Tinte. Hm. Okay. Sie ist mir schon mal nicht aggressiv gegenüber. Lilith Schultertuch, Aura der Heimlichkeit, Wahrnehmung plus 3. Geld. I've got it. Vielleicht finden wir etwas, um den Geist zu besänftigen. Matrose vom weiten Wasser, leichte Rüstung. Oh, was für Sagani vielleicht. Logbuch. Das Logbuch wirbelt eine große Staubwolke auf. Irgendwelches Datum, roter Traum, Fischerboot auf See verloren. Ah ja. Nehmen wir das auch mal mit. Tagebuch wurde aktualisiert. Eine Todesfee oder Kate Gwalat, wie ein Mensch würde sagen, schreit und kreischt im dritten Stock des Leuchtturms. Sie hat mich noch nicht angegriffen, aber ich muss sie beseitigen, damit Nias Arbeit den Turm renovieren können. Nachdem ich lange genug herangekommen bin, bemerkte ich, dass der Geist den Horizont noch etwas abzusuchen schien. Seine Hände waren voller dunkler Flecken, Blut vielleicht oder Tinte. Vielleicht finde ich irgendwas in der Nähe, das Licht ins Dunkel bringt. Der letzte Leuchtturmwärter hat ein Logbuch geführt. Offenbar ist bis in die letzten Tage des Widerstandskriegs hinein. Außerdem hielt sie Ausschau nach einem Schiff namens Roter Traum. Nia weiß vielleicht mehr darüber. Ja. Ja, ich will mich nicht mit einem Horrorgeist anlegen. Ich will versuchen, sie friedlich zu bannen. Zumal ich eh schon ziemlich geschwächt bin. Mhm. Das ist meine Ehre als Wächter sozusagen. Außerdem müssen wir schlafen. Meine halb kaputte Gruppe sollte sich nicht mit einem solchen Geist anlegen. So. Weißt du etwas darüber? God's keep you. Hallo, hast du herausgefunden, was das Ganze soll? Hast du schon einmal was von der Rote Traum gehört? Wer hat das nicht? Das Schiff treibt seit Jahrzehnten sein Unwesen, hat früher immer mit der Beute, die es Rautai dann abgenommen hat, in Neu-Heoma angelegt. Heutzutage macht es wohl hauptsächlich im Todesfeuer-Archipel Jagd. Nia deutet auf ein Schiff, das in der Ferne vor Anker liegt. Das ist sie. Wenn sie im Hafen liegt, macht der Kapitän, eine Elfin namens Merwif, Landurlaub im verkohlten Fass in Farnheim. Kaum zu glauben, aber sie sorgt gerne ordentlich für ihr leibliches Wohl. Sie schüttelt den Kopf. Genau das meine ich. Wenn ich einmal eine Piratin einen Fuß in die Taverne in diesem Bezirk setzt, ist es höchste Zeit für ein neues Gasthaus. Okay. Alof. Never before have I met an Adiran man so hesitant to speak his mind. I'm not hesitant, I just like to consider my words carefully. Ich
Ja, interessante Unterhaltung. Also, wir müssen jetzt nach Farnheim rüber. Der Weg ist kürzer. Dort können wir dann rasten.